Gut, aber für uns sieht es gut aus. Wir haben einen schönen Farmspot gefunden. Wir können uns natürlich jetzt in aller Ruhe hochgrinden. Wir müssen nur gucken, wann tun wir unsere Armee upgraden. So schnell wie es geht, würde ich sagen. Und dann schauen wir mal. Hier ist eine Spinne. Dicke, fette Spinne ist hier. Ja, kannst ja mal streicheln, Micha. Klar. Gutschi, 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 bist du ein Ja, das sagt er jetzt, ne? Dabei wissen die meisten Zuschauer ist ja, der Micha hat so eine Spinnenphobie. Also wenn der abends schlafen geht, da kommt die Spinne von oben, ne, mit dem Faden runter, da ist der Micha gestorben. Danke. Ja, es ist halt so, entweder man kämpft dagegen an, ne, und man denkt sich, oh, du bist aber ein liebe Spinni. Man hat keine Angst, also ich habe zum Beispiel gar keine Angst vor Spinnis. Nimm die sogar in die Hand und trag die nach draußen, wenn ich einen in der Wohnung hab. Aber ja, so ist das halt, ne? So, was machen wir denn? Ich würde sagen, mit dem Gold, was wir haben, wir brauchen auf jeden Fall öffentliche Ordnung, weil die Skaven-Korruption ist auf 100%. Je höher die Skaven-Korruption, desto höher der Malus. Ja, für die öffentliche Ordnung. Und wir nehmen dazu, dass wir 60% mal Einkommen haben aus unseren Gebäuden. Ja, ja, ja. Gut, der hat wieder repariert. Finde ich klasse. Wir gehen direkt nochmal rein. Und das ist die Besonderheit auch wiederum hier an diesem Tiefenreich. Wenn wir nämlich dennoch weiterhin die Provinz farmen oder in dem Sinne ausrauben, die Möglichkeit haben wir ja auch, dann tun wir unser Tiefenreich aber damit nicht beschädigen. Und das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Gut, dann ja, würde ich sagen, kommst du einfach mal zurück. Obwohl, ihr seid ja gar nicht beschädigt, ne? Komm nochmal hier rüber, wenn es geht. Na, sind wir zu weit gewesen, ne? Nee, aber jetzt irgendwas ausbauen oder so. Ich finde, das können wir noch mitnehmen. Mehr brauchen wir eigentlich nicht. Nee, außer der Warlock-Techniker, der kann hier mal rüberjuckeln. Wir wollen natürlich noch ein paar andere Städte infizieren. Gut. Wird natürlich eine lange Kampagne, ja? Meine werten Ladies and Gentlemen, macht euch auf was gefasst. Aber ich freue mich. Ich hoffe, wir können in Ruhe spielen. Wir haben nicht so viele Verbindungsabbrüche meinerseits, bis der Fehler wieder behoben worden ist, wo ich mich echt wirklich darauf freue. Ich hoffe, dass kein Techniker rauskommen muss. Und dann checken wir dann einfach mal die Lage. Farmst du dich da jetzt auch gerade hoch? Wechsler. Ah, okay. Also ist erst ausgeraubt und jetzt ja. Besetzt, oder? Ja. Okay, okay. Voll der Goldbonus. Ja, bei 2000 Gold kann man nicht nein sagen. Ja, für den Beginn ist es auf jeden Fall nicht verkehrt. Da seht ihr es auf, plus 400 Gold durch Tiefenreich Einkommen. Man kann das Gold natürlich auch rapide erhöhen, aber ich finde, da sollte man immer ein bisschen vorsichtig sein, denn die anderen Gebäude, da ist die Entdeckungsgefahr doch schon relativ stark. Also da muss man echt vorsichtig sein. Weil wenn man entdeckt wird und dann geht so ein Tiefenreich kaputt und man hat halt vorher, ich sag jetzt mal insgesamt, sagen wir mal 8000 Gold investiert, dann tut das dann gerade im Early Game schon echt weh. Ja, ich meine, wir haben 4000 Gold investiert, jetzt müssen wir 10 Runden warten, bis wir die 4000 Gold wieder drin haben. Und haben dafür aber einen richtig guten Schub, was unsere Nahrung betrifft. Also plus 7 Nahrung, das ist schon nicht verkehrt. Ich wurde gestochen, verdammt. Mein türkischer Freund würde jetzt sagen, er wurde gebissen von der Mücke. Fand ich auch ganz cool. Da habe ich gesagt, wie, dich hat eine Mücke gebissen? Sagt er, ja, die hat mich gefressen. Habe ich ihm erstmal dann netterweise erklärt, dass man dazu sagt, dass die einen gestochen hat, weil die so einen Stachel haben, ne? Ach, da ist egal, die hat mich aufgefressen. Sag ich, okay. Die hat dich gefressen. Nee, haben wir schön gelacht, du. Haben wir schön gelacht. Ah ja, der Sommer ist ja wieder da, ne? Also kommt ja langsam, aber sicher. Wir sind ja im Frühling noch, ne? Ja. Mai und Frühling, ja. Ja, Mai haben wir noch nicht, wir haben noch einmal April. Ja, komm, wir sind auf dem Weg dahin.
Wir sind auf dem Weg dahin. Die Meuterer der Vampirküste möchten bestimmen Michael nicht Angriffspakt. Hast du bei mir eine Kamera installiert oder was? Nee. Aber ich habe deine Schwester am Telefon, die steht hinter dir und guckt dir zu. Leider Scherz. Nee, wie gesagt, ich habe es ja auch mal kurz angespielt, um zu gucken, was denn so Neues dazugekommen ist. Und die Piraten haben mir dann auch direkt gesagt, hör mal hier, Sanku, bitte nicht Angriffspakt. Also, Sanku, ich wollte nur sagen, wir haben zwar einen Teil deiner Provinz, aber bitte nicht Angriffspakt. Genau, so genau nach dem Motto. Ja, wir fahren uns weiter fleißig hoch. Es ist sehr, sehr gut für Ikkit. Rauben ist auch direkt wieder aus. Mehrere Siege über Menschennahrung. Ah, Menschens. So, da würde ich sagen, gehen wir hier auch in die Plünderstellung. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Nahrung. So. Energiereserve der Winde der Magie plus 13. Ja, die Grundchance auf Kontrollverlust plus 5%. Können wir mit leben. Skaven Blight. Ja, 728 ist nicht verkehrt. Noch eine Runde, dann haben wir's. Warlock-Techniker, komm mal hier rüber. Der Warlock-Techniker ist auch jetzt ganz interessant, wenn man sich das mal anguckt in der Entdeckbarkeit. Ihr seht es, durch die Charaktere minus 10 Punkte. Das liegt am Warlock-Techniker. Ja, das ist auch noch ganz wichtig zu wissen, falls ihr irgendwo mal Angst habt in einer Provinz, dass die doch entdeckt werden könnten. Eure Unterstädte, so nenne ich sie jetzt einfach mal. Dann, ja, schickt da ein paar Warlock-Techniker rein. Es ist natürlich hier die Frage, baue ich etwas erstmal dagegen? Ich meine, 1500 Gold, das ist ordentlich. Und der Unterhalt kostet mich minus 100 Gold. Ich meine, minus entdecken. Ich meine, der müsste erstmal 60 entdecken haben. Ne? Das ist nicht wenig, finde ich. Das ist nicht wenig. Ich meine, spätestens wenn er das Gebäude hat, hat er 30. Haben wir immer noch 30 offen. Also da ist auf jeden Fall Luft nach oben. Da ist doch Luft nach oben. So, wie viel Nahrung können wir insgesamt sammeln? 105, ja, ist ja gut. Jetzt auf die 90 jetzt gleich zu. Und dann können wir gleich in aller Ruhe hier mit unserem Treibstoff, den wir jetzt aktuell haben, 7 haben wir ja, dürfen wir dann schon mal hier in aller Ruhe ein paar Upgrades vornehmen. Für mich ist immer nur wichtig, dass wir hier die Provinz klein halten, weil sollte der Tiermensch kommen, die Provinz abreißen, ist natürlich auch unsere Unterstadt weg. Das möchte ich natürlich jetzt vermeiden. Und natürlich auch, wenn wir die Gebäude abreißen, kriegen wir auch einen Teil des Goldes, was wir zum Aufbauen ausgegeben haben, wieder. Also es ist sozusagen ein eigenes, ich sage jetzt mal, Bauprinzip. Ja, so wie man an der Oberfläche baut, so basteln jetzt die Skaven auch im Untergrund rum. Gibt natürlich ein besonderes Gebäude. Ich muss gleich mal gucken, ob wir das so bauen können. Das war nämlich noch der Unterschied. Ich hatte gestern mal alleine reingeguckt. Jetzt wollte ich gleich nochmal gucken, was es damit auf sich hat. Oh, Estalia, wir haben gleich wieder eine Schlacht, das ist gut. Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir das Gebäude denn jetzt so bauen können oder ob wir das wirklich nur bauen können mit unserem Spezialhelden. Wir haben nämlich die Möglichkeit auf ein besonderes Labor und das Labor ist schon relativ mächtig. So, unsere Runde. Jetzt will ich mal gucken. Haben wir die Möglichkeit, das Labor zu bauen? Nee, ne? Nee, das Labor kriegen wir nicht. Alles klar. Denn durch das Ritual, durch die Intrige des Untergangs, bekommen wir einen Untergangstechnikus. Und der hat die Möglichkeit, ein Labor des Warlock halt nochmal zu errichten. Dadong. Genau. Lass einfach alles weg. Schmeiß einfach alles weg. Schmeiß einfach alles weg, genau. Das ist das Beste. So, 7 plus 5 angeschlagen. Das sollten wir dennoch ohne Probleme hinkriegen, ne? Ja, müssen wir aber selbst kämpfen. Mal wieder mal was zu gucken.
Es sind halt mal ein paar Einheiten dabei. Sollte aber kein großes Problem werden gegen unseren Schwarzhelm hier. Ach, und wir haben natürlich auch hier die offensichtlich schönere Startposition. Das hatte ich ja schon wieder fast vergessen. Das ist ja sowas von einfach hier für uns. So, Speerträger nach außen. Würde ich sagen, stellen wir uns hier ganz normal auf. Ihr zwei werdet mal die 2, ihr bleibt da unten. Ihr werdet jetzt mal die 3, damit wir euch auch nutzen. Und mal dann schön nach vorne Gefecht starten. Auf geht's. So, dann ihr einmal hier nach vorne gehuscht. Und dann können wir natürlich dem ganzen Prozedere wieder neu zugucken. Ich meine, wir können die Doom Wheels einmal hier auch rüberholen. Tja, und auf geht's. Das heißt, es wieder erstmal warten. Und ich meine, der Schaden ist nicht verkehrt. Schaden ist nicht verkehrt. Das ist schon... Das ist nice. Wir schießen auf die Speerträger. Ich meine, wir haben auch die Möglichkeit, vielleicht jetzt gleich mal die Verdammnisrakete zünden zu wollen, zu können. Machbar wäre das. Muss gerade mal gucken. Es würde sich aber nicht wirklich jetzt gerade aktuell lohnen. Ne? So, dann kommt ihr mal bitte hier rüber. Dann kriegt ihr nämlich jetzt direkt schon mal euer Ziel. Und ihr dürft ruhig gerne weiter drauf pfeffern. Wir haben genug Magiepunkte. Die kannst du direkt mal da festhalten. Oder verlangsamen oder was auch immer. Oh, die laufen dann nämlich Ministiernis da jetzt einfach rein. Das ist natürlich auch ideal. Und dann würde ich sagen, können wir eigentlich schon so gut wie es geht hier schon nach vorne preschen. Unser Kommandant ist natürlich stark genug gegen seinen Kommandanten. Ja, da müssen wir uns so in der Hinsicht jetzt mal gar keine Sorgen machen. So, die Doom Wheels, die gehen da hinten jetzt mal rein. Ihr geht über die Flanke noch rein. Ihr kümmert euch hier um die Speerträger. Ihr kümmert euch um den. Ja, und dann sollte das jetzt gleich schon geklärt sein. Können uns Zauber raushauen. Helfen unseren Skaven-Sklaven. Und der Rest, der läuft ja schon. Oh, mittlere Bedrohung, die Einheit verliert, ist im Nahkampf. Läuft perfekt, läuft es. Autsch, da haben wir uns wahrscheinlich mehr Schaden zugefügt, als uns lieb ist. Aber naja, hier sind die Skaven, ne? Was erwartet man da anderes? Ja, ideal. Easy going. Ja, deswegen, jetzt im automatischen Gefecht hätten wir hier wahrscheinlich echt böse Schaden genommen. So ist es halt mit Skaven, ne? Wie ist das halt? Man musste selbst spielen, hinterhältig spielen. Da läuft das auch alles. Diesmal gibt es auch gut Geld, ne? Hoffe ich zumindest jetzt mal. Wollen wir mal hoffen. Das gibt gut Geld. Ja, unsere Runde, ein entscheidender Sieg, so ist es. 13 Nahrung, wir sind schon so gut wie am Cap. Und, jawohl, 1413 Gold. Oh, Energiestein kriegen wir sogar noch mit dabei. Und natürlich auch noch einen Rang und 4 Rauben aus. Energiestein, verbesserte Nachladerate und Co. Chance auf Diebstahl, mehrere Siedlungen ausgeraubt. Ja, besser könnte es an für sich nicht laufen. Wir werden weiter plündern. Rekrutieren möchte ich noch. Noch nicht. Nimm mal den Warblitz mit. So, wo haben wir? Jetzt muss ich mal gucken. Wo haben wir dich? Da bist du. Dann kommst du mal rübergelaufen. Ja, das sieht doch gut aus. Das sieht doch soweit ganz gut aus. Wir können euch natürlich upgraden, ne? Aber 3000 Gold, das ist es mir hier
an der Stelle auf jeden Fall nicht wert. Noch nicht. Noch nicht. Ach, jetzt habe ich vergessen, abzugraden, ne? Ja. Halb so wild. Könnte ich das jetzt noch tun? Nee. Das ist nicht schlimm. Wir haben genug Nahrung. Da machen wir es gleich. Natürlich können wir, wie ihr seht, auch hier unser Labor upgraden. Dafür müssen wir besondere Ziele erfüllen. Ich bin gerade im Überlegen, was nehmen wir denn als nächstes? Ne? Ich meine, die Waffen, ich glaube erstmal ein bisschen die Verdammnisrakete. Ne? Setzt in einer Schlacht eine Verdammnisrakete ein, sorgt dafür, dass folgendes Gebäude gebaut wird. Warpstein, Traktorstrahl. Das müsste, denke ich mal, hier unser Wahrzeichen sein. Ne? Ja, so ist es auch. Gut. Dann machen wir das. Wenn wir das nämlich gebaut haben, haben wir hier die Waffenteams drin. Und wiederum unsere Sniper. Nice. Ich denke mal, wenn wir hier angekommen sind, geht es dann noch erstmal richtig rund. Da müssen wir uns dann keine Sorgen machen. Aber der Micha hat auch erstmal nichts gemacht oder bist gelaufen? Nee, ich habe nichts gemacht. Rekrutiere jetzt noch und warte halt, bis meine Gebäude gebaut werden. Ja. Bis halt meine Beziehungen hochgehen wegen Dingsabumser. Also ich meine, deine Kampagne ist ja auch relativ fies, denn, was wollt ihr denn? Schutzbündnis. Gebt ihr mir Geld dafür? Wie viel Geld würdet ihr mir denn geben? Ach, nee, komm. Vor allem Schutzbündnis. Ja, kann man ja machen. Also das Ding ist ja, dass... dass du ja bei dir drüben auf der Insel direkt das Problem hast, dass du die Vampirfürsten, ne? In dem Sinne, die Vampire hier, sag schon, den Lusa Harkon und so direkt bei dir hast, ne? Das ist schon was fies. Oh, jetzt kommt er hier sogar mit der zweiten Armee und denkt sich, ja, dich mach ich. Tja. Den werden wir eines Besseren belehren müssen. Du könntest mal hochgehen und deine andere Provinz wiederholen, die Tiermenschen dir abgerissen haben. So, Rang bei Rekrutierung. Genauso soll es sein. Verlustverstärkungsrate. Rücksichtslose Pläne. Nö, nimm erstmal, obwohl Masse. Ja. Nimm mal den mit. So, das heißt, jetzt ganz wichtig, wir gehen jetzt nochmal plündern. Natürlich automatisch, sollte kein großes Problem sein. Wir werden dann auch ausrauben. Ritus freigeschaltet, kriegen sogar noch einen Kanister, also noch mehr Treibstoff. Werden dann einmal in unsere Provinz gehen, werden dort die Clanratten mit den Skaven-Sklaven auflösen. Und werden dann Rang 2 Clanratten mit Schilde rekrutieren. Moschus der Angst. Nehme ich gerne mit. Weniger Führerschaft, weniger Nahkampfangriff um sich herum. Ja. Auf jeden Fall. Stark. Und du läufst weiter. Einmal rüber. Sieht soweit gut aus. Hat absolut nichts in der Hand, ne? So, was haben wir denn? Diplomatische Beziehungen mit Skaven zu Beginn und so weiter und so fort. Den Clanstein natürlich, weniger Magieresistenz. Ja. Sparen wir uns alles, brauchen wir nicht. Der kommt mit 15 Mann. Wir haben 14 Mann gleich, also ist alles im grünen Bereich. Müssen uns nur ein bisschen gedulden, bis wir Skavenblight natürlich ein bisschen upgraden. Ja, und jetzt habe ich schon wieder vergessen, dass wir hier unsere Werkstatt upgraden, ne? Das mache ich jetzt gleich mal als erstes. Aber schon die neue Mechanik und ich vergesse es die ganze Zeit. Ja, schon ein bisschen skandalös. Aha. Ja, ich meine, im Großen und Ganzen geht ja nichts verloren, bis auf die Nahrung. Und Nahrung dürfen wir uns aktuell nicht beklagen. Plus 7 Nahrung ist doch ideal und wir plündern noch nicht mal.
Also, was soll schon passieren? Oh, das passt ja. Ich meine, wie lange brauchen wir denn eigentlich noch? Noch eine Runde brauchen wir. Dann dürfen wir den Bau über 4 Runden lang dann bauen. Kriegen auch Schleuderer, der Skaven, Sklaven. Ich meine, die sind alles andere als gut, aber immerhin schon mal ein paar Fernkämpfer. Vielleicht nehmen wir 2 ein Jahr mehr auf. Aber ich bezweifle es. Wir haben die Waffenteams, gerade die Sniper und die Rattling Guns. Die haben es schon. Die haben es schon echt in sich. Ich weiß halt nicht, ich bin gerade im Überlegen, ob ich vielleicht sogar hier einen Zwei-Fronten-Krieg provozieren soll und vielleicht hier Tilea den Krieg erkläre. Da müssen wir mal gucken. Krieg erklärt gegen Clan Fester. Ah ja. Ach, Fester, ich habe als erstes hab ich gelesen Clan Fenster. Clan Fenster, ja, das ist auch möglich. Oh, jetzt haben wir natürlich eine dicke Armee drin, ne? Da müssen wir gleich mal gucken, ob wir die nicht schon knacken können. Seine 15er Truppe, ne? Das ist jetzt nicht wenig. Das sollte man nicht unterschätzen, aber schauen wir gleich mal. Denk an deine Waffen, ne? Die du ja, die werde ich mich jetzt gleich direkt drum kümmern. Ich werde jetzt gleich noch upgraden. Und ich meine, dann können wir auch die erste Verdammnisrakete dann dort im Gefecht rausballern. Das ist nämlich auch machbar, ohne Probleme. So, Einheiten rekrutiert. Ja, natürlich die Garnison angeschlagen. Hat hier drinnen stehen. Okay, nur ein paar Pferde mit dabei. Kriegen wir hin. So, dann upgraden. Waffenteams. Zielfernrohr für Rattenaugen. Beständig selbst. Kein Feind. Achso, kein Feind in Fähigkeitenreichweite. Das heißt, auf 70 Meter plus 15% rüstungsdurchdringenden Schaden durch Geschosse. Ist gekäuft. Füllt Munition auf. 5 Sekunden selbst. Ist auch gekauft. Noch eine Verdammnisrakete würde ich gerne bauen. Ja, damit wir auch direkt wieder eine haben. Ja, sieht gut aus. Geschossschaden und ermöglicht Flammattacken zugewiesener Einheit. Wir haben ein besonderes Banner dazu bekommen. Das Banner. Achso, Eisenkörper, jawohl. Rüstung, Magieresistenz, physische Resistenz und Waffenstärke. Perfekt. Ja, jetzt ist natürlich die Frage, sollen wir nicht? Tiefenreich, brauchen wir nur 4 Runde. Wir könnten die Technologie stehlen. 400 Öcken, mach mal. Leider Fehlschlag gewesen. Oh, kriegen noch einen Punkt in Spezialist. Ja, dann. Wir haben kein besonderes legendäres Söldnerregiment. Ach ja, das. Also, es wird schon knackig. Wie viele Armbrustschützen hast du dabei? 2? Wir nehmen mal, ich denke mal, 3-mal Gefahr aus der Tiefe mit, ne? Ja. Das sollten wir hinkriegen. Das packen wir. Über die Garnison, da mache ich mir ehrlich gesagt wenig Sorgen. Ne, er hat halt jetzt seine volle Armee da drinne, ordentlich viele Speerkämpfer, auch Speerträger mit Schilden, 2-mal Armbrustschützen, 1-mal Pistoliere auf Pferden. Ja, haben wir auf jeden Fall was zu tun, sagen wir es mal so. Und sie sind in Marschstellung, also. Genau, sie sind in Marschstellung, das heißt, sie kämpfen weniger, deswegen wollte ich auch jetzt angreifen, nicht noch eine Runde warten und in Ruhe rekrutieren. Weil er ist ja erschöpft und er bekommt ja keine Verstärkung. Das ist auch soweit richtig. So, dann werden wir uns nochmal hier wunderschön aufstellen in breiter Front. Natürlich unsere Freunde mit der Nummer 2 und dem Wachmodus ein bisschen weiter dahinter positionieren auf dem Berg, damit wir einfach eine schöne erhöhte Reichweite haben. Und natürlich lassen wir unsere Schreddermonster dann letztendlich wieder mal erneut über die Flanke angreifen. So, dann müssen wir mal gucken. Ihr schießt direkt auf die Speerträger mit Schilden. Das ist völlig okay.
Müssen wir mal gucken, ob wir nicht vielleicht sogar es besser ist, wenn wir an den Kommandanten drankommen. Der hat nämlich auch ein Schild, ein Schwertspezialist. Den sollten wir auch relativ gut klein kriegen. Zumindest hoffe ich das jetzt einfach mal. Ja, verdammtes Raketon Co. Ist halt jetzt die Frage, wir könnten sie jetzt reinpfeffern. Jetzt gleich. Wir brauchen natürlich immer ein bisschen Zeit, aber machbar wäre es. Wir könnten ihn natürlich auch... Warum denn eigentlich auch nicht? Wir locken ihn direkt mal hier in eine Falle. Mal gucken, wen wir jetzt alles an uns binden können. Ah, ich meine, da kommt schon ein bisschen was zusammen. Und dann schicken wir nämlich die Verdammnisrakete rein. Und so sieht das Ganze dann nämlich aus. Abschuss einer Nuklearrakete geortet. Boom! Ja, das war schon fies, ne? Also, es war schon fies. Jungs, ihr müsst mal hier rüberkommen, ganz wichtig. Kommt mal bitte hier rüber. Seit wann streamt ihr schon? Seit jetzt gerade eben. Achso, oh, ich sehe da gerade was. Was habt ihr denn hier vor? Niedrige Bedrohung, niedrige Bedrohung. Ja gut, wenn es eine niedrige Bedrohung ist. Oh, da kommen aber noch mehr. So war es aber nicht gedacht, ne? Lasst mal meine Jungs hier in Ruhe. So, hier, komm. Waffenteam, einmal drauf semmeln, bitte. Genau so. Hier bitte einmal den Zauber rein. Brauche ja ein bisschen zum Kanalisieren und zipp. Ah, herrlich. Und einmal für euch hier vorne. Und schon läuft das alles. Ja, dann würde ich sagen, geht es dann auch dann ins Gefecht. So, ich denke mal, die Flanke hier haben wir auf jeden Fall safe. Ihr kommt jetzt einfach mal von hinten hier hinten mit rein. Ihr dürft euch natürlich auch mal dran beteiligen, meine Jungs. Macht das Beste draus. Hinten einmal klaren Rad mal rein. Dann direkt unseren Zauber wieder direkt wegfetzen hier. So, auch hier dann einmal schwupps. Wobei ist der Spaß. Oh. Die lernen schon alle ganz schnell und geschwind das Laufen, wenn ich das richtig sehe. Und zwar richtig schnell. Ne? Das ist ja Wahnsinn. Also da, wo ist denn da die Führerschaft? Imperator. Und dass der Karl Franz mitkriegt, du, der ist ja hier Ende im Gelände. Und auch hier einmal schön reingesammelt. Für die Skaven. Ah, das fetzt. Das ist gut. Gut, dann einmal die Feuerteams. Ihr könnt auch mal hier rüber schießen. Sollte kein großes Problem sein, wenn ihr auch Lust habt. Nö, und da ist schon der Sieg. Easy going. Ah, nice. Also wir sind dabei seit knapp einer Stunde. Seit knapp einer Stunde. Guck mal hier, 74 Verluste. So muss das aussehen mit den Skaven. Aber die Verdammnisrakete ist ja... Kannst ja noch mehr upgraden. War das nicht so, dass du die upgraden könntest? Ich kann die upgraden, ja. Mit Schaden über Zeit und all so ein Kram. Also ein paar passive Buffs, aber nicht mehr Schaden, meine ich. Also, das war jetzt nicht dabei, aber ich finde, die macht genug Schaden. Das ist schon heftig, was die da... Also, drei Regimenter mit einem Feuer, das ist... Den Kommandanten haben wir nicht getroffen, ne? Also, der ja, hat da... anscheinend nicht so abgekriegt. Ah, den haben wir wahrscheinlich einfach nur verfehlt. Das glaube ich nämlich. Gut, mehrere Offensivschlachten, perfekt. Wir waren natürlich wieder fleißig im Rauben. Wir dürfen natürlich jetzt auch weiter rekrutieren. Das möchte ich auch gerne machen. Wir nehmen nochmal 4 Clanratten mit Schilde mit. Einfach, weil wir es können. Jetzt ist aber die Frage, ja, nee. Ist keine Frage. Wir nehmen direkt den Warblitz mit den Verbesserten. Er ist ein starker, mächtiger Zauberer. Was machen wir denn mit dir, Warlock-Techniker? Also Tilia will ich mir auf jeden Fall holen. Ich schick dich mal runter, ne? Ich glaube, das wäre so die beste Lösung. Wir schicken dich mal runter. Ja.
Also, wir haben die Möglichkeit, bei der Verdammnisrakete die Startmenge der Winde der Magie plus 5 für alle Armeen zu erhöhen. Die Lagerungskapazität, ich darf aktuell 5 lagern. Ich könnte die nochmal um plus 3 erhöhen. Eine Chance von 100% auf Rückgewinnung von Warp-Treibstoff nach Einsatz einer Verdammnisrakete in der Schlacht. Das finde ich gut, hätte ich lieber mal vorher mitgenommen. Verlustverstärkungsrate erhöht nach Einsatz einer Rakete. Chance auf, von 25% auf Bau einer zusätzlichen Verdammnisrakete. Und dann zu guter Letzt, die Verdammnisrakete verursacht zusätzlich Schaden über Zeit. Also das ist halt schon stark. Ich würde sagen, wir nehmen direkt mal hier die Abfallverwertung mit. Finde ich gut. Ja, wir schwimmen im Geld. Wir müssen noch eine Runde warten. Weil dann wird halt Geld wieder futsch sein durch den Ausbau. Müssen wir mal gucken. Also ich meine, Runde 8. Wir hatten schon einiges gesehen. Jetzt auch die fette Verdammnisrakete. Hat mir gut gefallen. Jetzt haben wir hier unseren... Freund so gut wie es geht klein. Du greifst Rebellen an. Okay. Oh, der Michael, der macht halt hier so sein Ding, ne? Guck mal, hier schon fast 100, ne? Alleine durch die Salamander-Jagdbeute. 100. Hexler. Gut, der Michael hat seine Provinz. Können wir eigentlich auch direkt mal rübergehen. Der Michael sich so ein bisschen entwickelt. Pockenmarsch, denn dann hast du mit denen ja gar keinen Krieg, ne? Verschlechtert sich zwar. Okay, der Harkon ist auch schon da oben. Pockenmarsch. Der Michael, der hat seine erste Provinz. Das sieht doch gut aus. Hat natürlich ein paar Freunde in der Umgebung. Ja, hat da, ne? Hat da. Selbst Itza hat da. Das ist doch sehr gut. Und wenn mich nicht alles täuscht, du müsstest ja auch da unten deinen Freund Teclis haben, ne? Ja. Naja. Weil es ist halt die Frage, wie machen wir es denn? Sollen wir uns hier die erste Provinz holen? Das Problem ist, die ganzen Bonis fallen weg. Das heißt, wir verlieren 400 Gold. Durch die Provinz machen wir deutlich mehr als 400 Gold, klar. Aber wir verlieren auch damit Nahrung. Und zwar 4 Nahrung die Runde. Ja, wir haben jetzt sehr, sehr viel ausgegeben. Wir machen sonst nur durch die Gebäude 2, würden aber durch jede Siedlung 3 zahlen, machen wir minus 1. Das ist... Das ist natürlich jetzt nicht so gut, ne? Also selbst wenn wir uns die ganze Provinz da unter Nagel reißen würden, hätten wir... Es sei denn, wir... Ja, wir holen uns noch so ein Tiefenreich. Es ist ja machbar. Naja, bei Tilia drüben. Ja, da müssen wir mal gucken. Also das lohnt sich dann wiederum nicht, finde ich. Ne? Ich meine, gut, jetzt haben wir 8 Runden gespielt. In 2 Runden habe ich das Gold wieder drin, was ich jetzt da investiert habe, hier vor Ort. Aber ich meine, dafür, dass wir ihn jetzt so schon kaputt gemacht haben. Jetzt kommen die Tiermenschen wieder hier runter, ne? Khazrak der Einäugige. Wenn der die Hauptstadt niederreißt, ne? Dann ist ja auch Ende im Gelände hier. Die Karos-Korruption geht hoch auf 50%. Die Tiermenschen sind einfach halt Kacke. Ich glaube aber nicht, dass er das schafft. Müssen wir gleich mal schauen. Also wenn er es wirklich schafft, die Hauptstadt niederzureißen, die Möglichkeit hätte er ja, dann... Ja, da ist dann halt die Frage, ne? Ist das Gebiet so und so futsch hier? Da lohnt sich das ja gar nicht, darüber zu wandern. Bewegt einen beliebigen Charakter in die folgende Region. Ich muss zum Micha. Für den Sturmdämon. Das ist meine Waffe, ist das. Ne? Richtig? Wir haben ja den Eisenkörper, Fähigkeiten, Hormann, Sturmdämon.
Öffentliche Ordnung aller Provinzen plus 2. Rüstungsdurchdringender Schaden plus 30. Bonus gegen große Feinde und die Fähigkeit Sturmdämon. Verursacht starken magischen Schaden. Geschosszauber. Gut gegen Panzerung. Gute Durchdringung. Das ist nett. Das ist eigentlich eine Waffe. Oh, die ist schon lecker. Also, was hast du denn hier? Eine 8er Garnison. Hast selbst noch 4 Mann. Und der Tiermensch kommt mit 7. Er wird wahrscheinlich einmal Minotauren dabei haben. Ah, wird ein knappes Dingen hier unten dann, ne? Für Estalia. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt. Müssen wir mal gucken. So, ermöglicht Flammattacken zugewiesene Einheit. Geschossschaden 12%. Hatte ich das eben vergessen auszurüsten? Wahrscheinlich. Jetzt werden wir hier auf jeden Fall nochmal reingehen, weil er hat es wieder fleißig repariert und wir werden uns selbstverständlich ausrauben. Kampagnensichtfeld 15% ist nett. Wir haben den letzten Perk für mehrere Siedlungen ausgeraubt. Das ist sogar noch netter. Wir werden weiter plündern und wir werden anfangen, dass wir dir den Krieg erklären. Wir werden dich natürlich nicht mitnehmen. So. Und dann lauf mal runter. Verbessert sich auf minus 21. Du findest den Krieg super hier, die Heldenaktion hier und frühere Abkommen mit dir. Okay, sie missbilligen die Abkommen mit Kult Sotek. Ja, da würde ich sagen, Aranessa Soulsbite, dann wirst du auch dann nachher dran glauben dürfen. So, erstmal ganz wichtig, 4 Runden lang upgraden, damit wir weiterkommen. Mein 1600 Gold machen wir gerade die Runde. Das ist völlig okay. Kann man mit leben. Das kann man mit leben. Wir haben eine ordentliche Armee. Ja, kleine Ratten sind für mich so die Skaven, Sklaven. Die schon ein bisschen aushalten können. Oh, verkehrt ist es nicht. Verkehrt ist es nicht. Müssen wir mal gucken. Also wenn ein Nachbar jetzt rüberkommt, dann wäre ich echt froh darüber. Nee, sag ich dir, wie es ist. Das wäre cool, wenn er jetzt meint, er müsste uns angreifen müssen. Ich meine, wir haben ein Skaven Blight, eine 14er Garnison. Wir haben ja kein Garnisonsgebäude. Es ist nur das Hauptgebäude, was wir ausbauen können. Das kommt dann später. Wir gehen jetzt auf Stufe 3, haben wir 16, haben wir später eine 20er Garnison. Das ist schon mal nicht schlecht. Ne? Skaven Blight ist schon ein raues Pflaster. Wie sieht es eigentlich aus mit der Skaven Korruption? Hier haben wir 0. Hier haben wir auch 0. Das heißt, obwohl Skaven Blight auf 100% blüht, ja, sind links und rechts, ist nichts davon zu spüren, ne? Wenn ich das mal so sagen darf. So wunderschön blau es da auch ist. Na gut, kommt dann noch. Es kommt dann noch. Ich denke mal, wir werden hier unten dann in Sartosa eine wunderschöne Stadt im Untergrund bauen. Ah, die Orks verbessert sich auf 41, weil Krieg mit den beiden hier. Okay, das heißt, Orks könnten theoretisch Verbündete werden, wird aber ein Problem dann später wegen Clan Mors, ne? Der Quick, der wird sehr nachtragend sein. Und ich will natürlich wenigstens versuchen, einigermaßen, die Skaven selbstverständlich in eine Konföderation also zu einer Konföderation zu bringen. Wenn sie diese eingehen, wäre es natürlich von uns nur von Vorteil. Ach, sieh an, er kommt vorbei. Genau, das dachte ich mir. Er kommt vorbei. Immer dabei. Ja, das ist Bri. Ba, 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 ba,
Oh, sind die Tiermenschen Hobbs? Oder was passiert? Was ist denn hier los? Wie sie. Nee, keine Ereignisse. Also keine Ahnung, was mit Khazrak dem Einäugigen passiert ist, aber wir haben schon mal hier eine Rebellion. Ja, da muss der Kustermann natürlich sich jetzt anstrengen. So, was haben wir denn? Wir kriegen eine 20er Armee an den Kopf geschmissen. Das soll uns natürlich jetzt auf Anhieb nicht stören. Wir würden recht zeitnah drankommen, egal was er vorhat. Das heißt, wir können hier absolut in Ruhe weiter plündern. Wir könnten natürlich je nachdem gleich noch zwei Truppen. Oh, sehr gut, sehr gut. Persönliches Arrangement. Ich würde sagen, wir gehen mal hier rein und holen uns vorsichtshalber mal nochmal zwei Clanratten mit Schilde. Warum denn nicht? Warte, war Ham, Ham war. Waffenstärke, Nahkampfangriff für Sturmratten, Todesläufer, Seuchenmönche. Ja, wir kriegen nur offensive Fähigkeiten, keine defensive, ne, wenn ich das richtig sehe. Ja, Munition, Reduktion der Nachladezeit, ist auch nicht verkehrt. Stufe 3, der Explosionmeister. Ratten, Oger und Co., Todesräder, Dingenschredder, Reduktion der Nachladezeit. Ja. Das ist natürlich jetzt so ein Ding, wofür entscheiden wir uns, wo geht's jetzt weiter? Ne? Versengen ist auch ein starker Zauber, könnte man mitnehmen. Der Spaltruf ist so oder so ein starker Zauber. Adrenalinschub, Serum der zweiten Luft. Nee, da würde ich sagen, gehen wir mal hier in den Explosionsmeister rein, obwohl wir nehmen erstmal die uralte List mit. Das ist wichtig als Gabe. Es ist einfach wichtig, dass man das mitnimmt. So, dann kommen wir runtergekrabbelt. Noch zwei Runden müssen wir uns gedulden. Wir könnten noch ein paar Schätze einsammeln gehen. Gut, gut. Was denn? Essen. Echt jetzt? Ja. Ja, das ist natürlich schade. Dann spiel die Runde hier noch zu Ende, dann speichere ich gleich. Du musst so und so bei dir gucken, du hast da gleich eine Rebellion, ne? Ah, ich bin gerade auf dem Weg. Du musst ja runter in deine Hauptstadt. Am besten eine Marschstellung. Ich glaube, die wird das schon. Ja, wir haben noch ein paar Sauruskrieger drin. Ja, gut, jetzt den ersten Kampf wirst du überleben, ne? Aber ich meine, du hast halt zwei Runden Zeit, danach wird das belagern. Ja, mal schauen, was er macht. Ja, es kommt sogar Skaven. Oh oh. Das ist ja super. Skaven als Rebellion kann man sich eigentlich nur wünschen. Ja, da kannst du erstmal schön deinen Hintern da unten in deiner Hauptstadt absetzen, bis er vollgeladen ist. Danach machst du ihn fertig. Dann kannst du ja dir überlegen, wo du als nächstes hingehst. Die Blutsümpfe sind die Ratten. Ah. Das ist schon mal gut zu wissen. Oh, und dann kommt der Loser Harkon noch um die Ecke. Ah, bei Micha wird es auch interessant. Ich finde es wenigstens schön, dass es bei mir jetzt steigt. Wo ist die öffentliche Ordnung? Ja. Ja, mit der Rebellion, klare Sache, ne? Ich muss gleich mal gucken, mit wem der Loser Harkon Krieg hat.
glaube, mit deinem Nachbarn. Muss mal schauen. Nicht, dass er dir da gleich noch in den Rücken fällt. Ja, er macht bei mir wieder die vampirische Korruption hoch. Ja. Das ist ja das Problem. Den müsstest du eigentlich direkt so als nächstes, je nachdem, plätten, wenn es geht. Natürlich, du darfst die Skaven nicht vergessen. Ich weiß ja nicht, ob du mit den Frieden geschlossen hast. Nee, noch nicht. Oh. Weil die kommen sonst auch noch vorbei. Ja, das ist ja. Ist ja auch eine schwere Kampagne, Micha. Deckt das schon hin. Und das ja nicht ohne Grundtechnologie erfolgreich. Jawohl. Entbehrlich für Clanratten-Attribut. Ja. Perfekt. Ritus des Untergangs freigeschaltet. Perfekt. Dann darfst du leider Gottes schon speichern. Ja, so ist es halt. Dann speichern wir mal die Runde. Ist ja bisher ganz gut gelaufen. So, meine werten Ladies and Gentlemen, wir werden eine Pause machen von ca. halbe Stunde bis Stunde, je nachdem, wie schnell der Micha fertig ist. Das heißt, wir sehen uns so um, müssen wir mal gucken, vielleicht 7:30 wieder. Ein bisschen entschuldigen, so ist es leider. Aber ein bisschen Real Life. Wünsche euch von daher dann noch einen schönen Tag, wenn ihr später nicht dabei seid. Und ansonsten bis nachher. Bis nachher.